Also das war es jetzt mit unserem Interview-Corner, aber es geht natürlich wieder weiter mit musikalischen Acts. Und zwar kommen jetzt S-Rap und Gail McGilmore. Sie sind beide aus Wien heute bei uns angereist. S-Rap ist ein Rapper-Duo von zwei Geschwistern und sie begeistern mit wirklich musikalischer Vielfalt. Ja, also wir haben da einmal die harten Rhymes von Esra, von der Schwester, ist man eigentlich auch nicht so gewohnt. Aber eh cool, wenn da ein bisschen die Frau den männlichen Part einnimmt, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir natürlich noch die feinfühlige Stimme von ihrem Bruder Enes. Und damit mischen sie dann die Musikrichtungen Arabesque mit den modernen Beats. Begleitet werden sie heute von Gess McGilmore, auch einer Wiener Band. Und sie kann man beschreiben, beziehungsweise die Musik, die sie machen, mit Balkan, Polka und Metal. Es wird auf jeden Fall eine ganz coole Kombi. Wir werden jetzt nochmal richtig abfeiern und danach sehen wir uns nochmal ganz kurz vor unseren DJs. Vielen Dank und bis bald. In Verbindung mit der Herkunft. Das ist S-Rap. In ihrer Musik geht es um die Suche nach Identität. Nicht nur privilegierte Leute leben in Österreich, sondern auch Minderheiten. Im Duo ist sie zuständig für die harten Raps, er für das Arabeske. Das ist mein Bruder, wir machen zusammen Musik. Er singt, ich tu rappen. S-Rap. Sie sind in Österreich geboren und aufgewachsen. Dennoch ist die Geschichte ihrer Herkunft immer wieder ein Thema. In diese Brücke genau dazwischen sein. Also das ist, glaube ich, unsere Aufgabe schwieriger als die erste Generation. Und nicht dein Ort. Weil ich irgendeine Heimat habe, dann ist es nicht Österreich, wenn es ist nicht Wien, dann ist es Otterkrieg. Musikalisch vermischen S-Rap arabeske Techniken mit moderner Popmusik. Es ist mehr als Musik, was wir machen. Wir leben mit dem Kopf, warten auf den Ausstieg. Ich warte die Ausstieg, ich hab den Wunden, deswegen ich werd gut. Ich hab den Wunden. Sie. Wir nennen es Leben, sie nennen es Musik. Also sag nicht dem Kind da draußen, er soll sich Mühe geben. Frag doch die ganzen Kids, wieso sie
explodiere. Ich nehm nicht etwas vor, ich erzähl nur meine Story. Rap ist Überleben, es ist kein Hobby, sorry. Ja, es geht im Talk, geht in der Geht. Räume aus dem Land, jeder. Jeder, der mal durch mich gewinnt, ist es ein bisschen. Heute super. Geht es in den 16. Bezirk nach Otterkring zum Ippenplatz. Wir passen auf unser Bezirk auf, es ist unser Bezirk, es sind unsere Straßen. Das ist das Biotop, in dem die Geschwister aufgewachsen sind. So, wie ihr gehört habt, sind wir aus Wien. Und jetzt kommt der Tuschestar. Verwendet man Tusch, das Wort hier auch? Jawohl, wir geben zu, dass wir Tuschen sind. Wir lieben es, Tuschen zu sein. Also ihr kennt das Wort. Leider, oder? Leider. Na gut, dann hau rein, Bruder. So, liebe Leute, wollt ihr Tuschrap hören? Hier! Yeah. Können wir vielleicht bitte ein bisschen lauter an Paulus auf der Bühne vor allem? Hier! Hier! Der Tusch ist wieder. Der Tusch ist da. Der Tusch ist da. Der Tusch ist immer wieder da. Der Tusch ist da. Der Tusch ist da. Der Tusch ist immer wieder da. Der Tusch ist da. Der Tusch ist da. Der Tusch ist immer wieder da. Alles okay da drüben? Super, cool. Meine Eltern sind extra aus Wien hergekommen. Danke. Jawohl. Und unser Nachbarn auch. Merhaba. Dankeschön. So. Unterstützung aus Wien, ne? Ja, voll. So, liebe Leute, wie geht's euch? Wir haben hier ein bisschen Wohnzimmer-Feeling hier, gell? Alles okay? Wollt ihr noch Rap hören? Wollen wir noch Rap hören? Es ist doch auch mal rein, Schätze. Let's hear den Gelten hier, kommt. Let's go. Keine Schuss, keine Bonbons. War nicht in London. Komm schon, hab keine Tochter. Kein Sohn. Ich bin nicht so weit, so weit, so weit.
Gestern einen ganz großen Album-Release gehabt am Uetenplatz. Habt ihr die Stories gesehen? Uetenplatz kennt ihr nicht, oder? Kennt ihr Uetenplatz? Das sind meine Wiener. Kennst du den Uetenplatz? So, ich sage jetzt mal was. Kennt ihr Wiener, Leute? Wer ist von euch Wiener? Wiener sind grantige Menschen, das wisst ihr schon, gell? So. Scheiße, es ist alles scheiße. Wir wollen nicht mehr. Ich habe letztens gelesen, es ist ja Wien, wurde jetzt die lebenswerteste Stadt nochmal gewählt, glaube ich. Und das hat mir irgendwer gesagt, irgendwer hat geschrieben so, woanders ist es noch beschissener. So, das ist einfach typisch wienerisch. Genau, aber wir sagen Alhamdulillah, uns geht's gut. Und machen mit Yalla Habibi weiter. Yeah! Jawohl. Let's go. So. Ich denke, nein, es ist was wir. Der Doppelkick und Baby, Baby. Bin keine Lady, Lady. Konto, Windows, Baby, baby, bin kein
Dankeschön. Dankeschön. So. So, jetzt kommt warum. Das ist jetzt eine ganz frische neue Nummer, die gestern rausgekommen ist. Warum? Es ist eigentlich ein Gentrifizierungslied. Es geht um Otterkring. Let's go. Warum bist du eigentlich gekommen? Es war früher viel besser, war denn so glücklich. Warum? Lass doch meine engen Gassen. Ich erkenne nicht mehr meine alten Straßen. Warum? 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 Warum fühlst du dich so wohl hier? Warum? 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 Warum finde ich keinen Parkplatz mehr? Paraquin, Pater, da ist schon ganz nice. Ja, aber Kreis hat Punchlines. Du kannst nicht sein, der Blaufeld, die Macht dann ist fest, wie der Mann am Kampf reißt. Aus zwei Stunden kommt der Kampf, ich hab deine Namen. Schau dich in die Kochpfanne, während ich andere Jobs mache. Du suchst nach Kontakt, mir sagt, wenn du den Fisch durchstarrst. Wie Mohammed Ali, kein Kontakt, wie Steph Curry, du kompakt. Wie die Gesetze der Magnum-Werbung, komm spontan zu dir am Sonntag. Warum bist du eigentlich gekommen? Es war früher viel besser, war denn so glücklich. Warum? Lass doch meine engen Gassen. Ich erkenne nicht mehr meine alten Straßen. Warum? 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 Warum fühlte ich mich? Warum? 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 Ja, okay, du bist wieder am Klavier, am Fenster, am Komponieren. Während ich noch die Alte und Kinder mit dem Auto terrorisiere. Trotzdem lieben sie mich, denn ich bin kribbelig. Das Geld wird von Eskers sein, ich will, dass du nie vor dir. Von Nopper mit Kraft, das hat schon ein Thema. Schon Crash, erst mich checken das Lieder. Wir sagen, du bist mein Lieber, Cash ist bei uns kein Thema. Von den Bands wird das andere nehmen. Keine Benefits für knacken Kids, ich sag's, was wirklich ist. Es wird ein Problem, wenn der Knack an der Spitze sitzt. Warum bist du eigentlich gekommen? Es war früher viel besser, war denn so glücklich? Warum? Lass doch meine engen Gassen. Ich erkenne nicht mehr meine alte Straße. Warum? 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 Warum fühlst du dich so wohl hier? Warum? 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 Warum finde ich keinen Platz mehr? Dankeschön. Jetzt so kommt eine rein türkische Nummer. Genau. Die ist rein türkisch. Housebeat. Jetzt habe ich mal eine Gefühle. Integrationsfrage. Wer hat von euch türkische Freunde? Super, bin stolz auf euch. Weiter so. Kinder, weiter so. Türkische Freunde suchen. Jugoslawische Freunde suchen. Wir müssen uns ein bisschen mischen. So, Amazon kommt. Nein, es kommt selten im Sinne, oder? Wie? Ah, selten im Sinne, tut mir leid. Genau. Selten im Sinne. Let's go. So. Seid ihr bereit? Sözlerin gitmasını geri kateleme. Bizi anlamadılar hiç. Yok, işte artık benimle. Karanlık sabahların hesabını ben. Çok erken esti.
Liebe Leute, danke schön. Habt ihr Spaß? Wirklich? Ist das die coolste Zuschauer? Sollen wir wirklich weitermachen? Oder sollen wir gehen? Oh, Ernest, ich will noch weitermachen. Gott sei Dank. Nein, das sind so, weißt du, so Trickfragen. Ah, geil. Ob sie noch Lust haben, deswegen. Ich weiß. Das ist halt Marktpsychologie. Jetzt kommt Alev. Okay. Super. Auch eine sehr geile Nummer. Hey. Seid ihr bereit? Pass auf. Ich hatte mit Schwindel ertrunken. Sie sagen, es hört ein bisschen am Schatten. Die Brüder, du Rap, da muss ich das machen. Keine kann's machen, also bleib schon Kanal. Kurz hier kommt, es geht putzen für Mann. Glaub an die Tür, schau aufs Tor. Ich komme hart, Papa aufs Dach. Du bist nicht wach, also pass auf. Du wärst gerne Jungkuren, willst rumtun? Mit Skrupton, ich futter mich mit Kulturen. Hast gerne Blutspuren? Nochmal. Ja, kein Problem. Fehler passieren im Leben. Nochmal von Anfang an, I don't know. So, jetzt kommt ein Trennungslied. Trennungen sind hart. Also jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern allgemein, wenn jemand weggeht. Und ich glaube, türkische Sprache ist sehr gut für Emotionen gedacht. Ich finde ja Deutsch sehr hart. Da gibt es nicht viel zu sagen, finde ich. Also mir kommt so kitschig rüber. Wir haben so, keine Ahnung, man sagt so, Liebe ist wie ein Stück Brot. Wenn man Salz isst und dann hat man Durst. Und so vermisse ich dich. Wenn ich sowas auf Deutsch sage, ist es einfach kitschig und es kommt einfach verrückt drüber. Man sagt, glaube ich, im Deutschen, ich vermisse dich, Punkt. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas sagen kann. Jawohl. Hey, Robert ist da, super. Ciao. Danke, Robert, dass du da warst. Er ist extra von Deutschland hergekommen. Tschüss, Dankeschön. Robert. Tschüss, ciao, Robert. Gut, mein Lieber. Danke dir. Genau. Und jetzt kommt so ein Lied. Let's go. Seid ihr bereit? Tschüss. Ja.
Leute, Dankeschön. Gefällt's euch? Also, meine Eltern sind am kritischsten. Gefällt's euch? Jawohl. Oh, liebe Leute, Künstler machen, was sie erleben, das wollen sie weiterteilen. Und in Wien oder genau, manchmal leben nicht leicht. Man hat Bürokratie-Sachen, da muss man diskutieren. Und wir, vor allem jetzt Orientmenschen, wir haben das nicht gelernt zu diskutieren. Das ist ja auch ein Prozess. Es wird Workshops gegeben, so im IMS, Diskussionsworkshops, wie man am besten diskutieren kann. Es wird so Mindmap gemacht und solche Sachen. Und wenn man das nicht gelernt hat, dann kann man immer ein bisschen lauter sein. Und dann wird man emotional, dann verliert man, wenn man emotional wird. Und jetzt kommt ein Song, das heißt so, okay, du bist super vorbereitet, aber wir haben recht. Horrendent. Let's go. Schwester, voran! Ich fang an, oder? Du fangst an. So seid ihr heide, bakalım! Ich bin nicht, was du gerade
Ja, machen wir gleich weiter. Reden werde ich später. Heide. So. So, liebe Leute, macht den Lärm. So, Applaus. Pfeifen, klatschen. So. Aber Enes, du musst ein bisschen deine Talente zeigen. Weil welchen Talent soll ich zeigen? Er hat wirklich ein paar. Naturphänomen. Er ist mit meinem Bruder. So, und es ist einfach lustig, weil ich heiße Esra und unsere Band heißt S-Rap. Und wir haben wirklich alles versucht. Wir haben S-Rap und, keine Ahnung, S-Rap Duo gemacht. Wir haben Esra featuring Enes gemacht. Man merkt sich S-Rap. So. Und jetzt sagt man S-Rap und der Bruder. Wirklich, wir sind bei Wiener Festwochen aufgetreten. Bei mir stand so beim Mikro S-Rap und bei ihm Bruder. Einfach. Das ist meine Markenzeichen. Und man denkt, er kann nur singen, aber er kann sehr gut nachmachen. Er kann vieles und er kann vor allem sehr geil Arabesque singen. Kennst du das Lied Fürstenfeld? Fürstenfeld ist auch in der Nähe, gell? Steiermark, da in der Nähe. Er macht das auf einer arabesken Art und Weise. So, liebe Leute, danke schön. Darf bitte, ich weitermachen? Ja, bitte weiter. Also das Ding ist, der Fürstenfeld-Song ist ja, erzählt eigentlich Fremdsein, Diaspora, oder? So, Steirer Jungs fahren nach Wien, Musik zu machen. Wien ist scheiße, jetzt wollen sie zurück nach Fürstenfeld. Und mein Papa da vorne, der arbeitet jetzt seit 43 Jahren als Bauchspengler, Gastarbeiter erster Generation. Applaus für meinen Papa, bitte. Dankeschön.
Und er hat das Song gehört und hat, glaube ich, so Heimweh gehabt damals. Und ich fühle das Lied auch so, aber das ist ein bisschen wenig zu traurig. Ich kann es noch trauriger singen. Jetzt bereit. Ich will schön. Schon schmerzhaft, oder? Und noch eins. Und dann, also, wir müssen dann damit an, ne? Also wir sind mit der, doch, machen wir das kurz. Noch eins muss ich sagen. Also was uns so prägt, Musik zu machen, ist Müslüm Gürses, ist, man nennt ihn so, der Vater der Arabeske. Und mit seiner Musik sind wir aufgewachsen. Deswegen muss jetzt einen ganz kleinen, 30 Sekunden, bitte. Wollt ihr? Jawohl. Also wird normalerweise bei denen Songs in der Türkei sich geritzt. Das ist kein Spaß. Also bitte nicht ritzen, alles okay. So. Kim bilir kimden var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan kendine. Ben hala aşığım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutmadım. Her şeyde sen varsın unutmadım. Baby. Thank you.
schön, mit deiner Band zu spielen. Wirklich sehr geil. Vor allem macht das die letzten Konzerte, dass ich mich einfach hinstelle und sie beobachte. Ich hoffe, es stresst dich nicht so sehr. Nein, oder Elias dich auch nicht? Das mache ich gerne in letzter Zeit. So einfach nebenan stehen und ein bisschen stören. Ne? Kann man gerne machen. Doch. So, jetzt kommt der Boss. Habt ihr Bock ein bisschen auf einen schnellen Rap? Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin genug schnell. Schnelles gibt es auch, aber das ist dann auch zu schnell. Passt auch nicht mehr. Kannst du dich erinnern, du hast mal Strafe bekommen wegen zu schnell rappen. Andere Impfwirkungen haben wir bekommen. Ja, ja, ich kann mich an diese Tage noch erinnern. Let's go. Bin der Boss in der Gang. Immer wieder der Dippe, der Dippe, der Dippe, der Dippe, der Dippe, Jackson. Alle diese Fakten nur verstehen auf mich, aber nein. Science Fiction. Illegale Business. Pardon, der Kind, der Boss muss grün, eine peinliche Fitness. Bin der Boss in der Gang. Songs, bisschen Otterkringer aus Otterkring. F60 und die Abkürzung ist OTK. Otterkring. Genau. OTK. Jetzt kommt OTK. Let's go. Yeah. OTK ist mein Gattover mit dem Roller. OTK hab ein Fokus geholfen. OTK. Ich mach die Straße dort und bleib der Straße dort.
OTK-T-Shirts mit, wenn ihr welche haben wollt. Merch wird dann irgendwo draußen geben, oder? Dentus, wo ist Merch? Auf der linken Seite, oder nicht? Ja, ja, wir unterschreiben ja auch unter CDs. Das muss ich sagen, der Manager hat das Signatur. Özmen Signatur. Genau. Gefällt's euch? Der Song ist schon Killer, oder? Boah, sag, du kommst doch... Schaut so gerade aus, als ob wir in einem VIP-Konzert wären. So, ein Ticket, 350 Euro. Streng limitiert. Okay, das werden wir so verkaufen. Wir werden sagen, wir haben jetzt ein Konzert gehabt. 10 Leute, streng limitiert. Passt. Gute Idee von Mesra. Ich glaube, das wird uns, werden uns alle glauben. Hundertprozentig. Jawohl. Liebe Leute. Jetzt kommt Raumflieger. Nein, Anlamadan. Anlamadan kommt. Anlamadan, ah, ja, Anlamadan kommt. Anlamadan, genau. Ich glaube, im Leben ist eine der wichtigsten Sachen, sich verstehen zu fühlen. Jemanden zu verstehen. Aber... Das ist bitte zu Philosophie gehen, glaube ich. Darüber können wir dann nach dem Konzert diskutieren. Ja, voll. Hau rein, Bruder. Let's go. Applaudieren. Sie ist auch nicht, oder? Seid ihr bereit? Check, check. Shut up.
Super. Wir haben ein Dings da jetzt von meinem Papa bekommen, so einen Wunsch-Song. Von Mama. Mama, Mama, Mama. Okay, das sieht zu Drama ein bisschen. Okay, Mama? Mama zu Raumpfleger. Ja, oder? Aber Mama wollte Aldermorgen. Okay, Mama Aldermorgen. Danke dir. Danke schön, Max. Was für ein Feminist bist du? Mama will Aldermorgen und du sagst Raumflieger. Nein, du Kapitalista. Anti-Kapitalista. Dankeschön. Aha. Der Mann sagt wieder, was richtig ist und falsch ist. Nein, Spaß. Wie ist es denn gegenseitig? Okay, hier. Yeah. Nein, nein. Das war falsch, oder? Thank you.
So. Jetzt kommt auch ein sehr persönlicher Song. Benzer anzünden heißt der Track. Ich habe meinen Führerschein verloren. Also mir wurde es abgezogen, weil ich einen Benzer fahre, also einen alten Benzer gefahren bin. Es ist ja auffällig. Benzer sind auffällig, da fahren die ganze Zeit Kontrolle und jedes Mal finden sie irgendwas. Entweder ist man zu schnell gefahren oder zu langsam. Also mein Onkel hat wirklich immer einmal Strafe bekommen, weil er zu langsam gefahren ist. Wirklich. 50er zu 130 die ganze Zeit. Wollte sich bei der Polizei einschleimen. Hat dann auch eine Strafe bekommen. Genau, und irgendwann mal hat es gereicht und dann haben wir gesagt, wir zünden jetzt den Benzer an. Let's go. Tschüss. Die sind schon geil. Ich wie geht's dir, Bruder? Gut? Ich muss immer fragen, weißt du, wie es geht? Sehr wichtig. Kennst du den Witz? Wer hat das nochmal das oder? Irgendein Typ sagt, in der Mittelschule hat man es immer gesagt, so, die besten Menschen auf der Welt sind die Türken. Da hat man gesagt, warum? Weil sie immer fragen, ob du Probleme hast. Ja, voll. Gibt es Probleme?
Das haben Sie, glaube ich, falsch verstanden. So. Reden über Wien. Machen wir's? Da setze ich mich hin jetzt. Da setze ich mich auch hin, das sei. Aber das waren die Wiener. Ich will nicht schreien, nein, ich schreibe lieber Lieder. Ich male euch mein Bild, während ich Lieder mach. Mein Lehrer sagt mir mal, ich seh. Die Türe? Also, oder? Ja. Check. Check, oder? Okay. Ja, ich sage in dem Check-Check-Line, sage ich, meine Mama zieht mit dem Patschen wie am Kalaschnikow. So. Genau. Aber nicht mehr, sie ist auch schon jetzt. die wilde Zeiten sind vorbei. Genau. Von dir. Ja, deswegen muss ich nicht mehr treffen. Voll. Na, hat sie nicht oft gemacht, aber sie wird schon treffen. Ja. Es war eigentlich schlimmer, ich oder du als Kind. Du bist jetzt, du kannst dich besser erinnern. Ja, ich war schon ein bisschen schlimmer als du. Ja. Er war unbrav, er ist zu brav gewesen. Ich war wirklich unbrav. Ich dachte, ich habe nie Probleme gemacht. Wirklich? Wirklich gar nicht. Mein Papa hat immer gesagt, Enes, du machst nie Probleme, aber wenn du Probleme machst, dann machst du Probleme. Ich war so mal so unbrav, dann habe ich aber ein urgroßes Fehler gemacht. Also dieser Volltrottel war ich immer. So. Ich kenne so Leute, gell? Das bin ich. Psst. Okay. Ja, yeah, let's go. Hey! Seid ihr bereit? Check.
Das war ja klar. Dankeschön, Dankeschön. Ja, sicher. Gerne, immer wieder gerne. Sicher, okay. Komm auch rein, Bruder. Man muss ein Ghetto fast. Danke. Ghetto fast. Bruder, wir sind aus Ghetto, hallo. Ich rufe ein Telefonat, 4er BMW sind da. 2, 3er BMW und 3 Fahrräder oder sowas. Sicher. Sicher. Deswegen spielen wir jetzt unsere Freunde dabei Song. Ich bin mir davor nicht... Entschuldigung. Machen wir den auch? Genau, das kommt dann später halt. Ja, voll. Wir spielen zwei Songs. Let's go. Was los? Ich hab wieder mal Fall verkehrt, hat die Jacke, man, Rap Weltklasse, schreibe Hits, du trinkst ein Bier, mach die Zeit und auf den Denken. Ach, Sebastian, ruf nicht die Mama an, ich bin kein Ösi, aber du nicht aus Vatikan. Ach, Sebastian, ruf nicht die Mama an, ich bin kein Ösi, aber du nicht aus Vatikan. Schmeiß in die Zeitung weg und denke mir, lass es sein, wir schicken es jetzt gemein, mach mich wieder auf. Du nicht mehr mit.
Wow. Ja, ja, kannst gleich rübergehen. Dankeschön. Jetzt kommt Freunde dabei. Jetzt kommt unser letzter Song, Leute. Und wir gehen jetzt alle. Kommt ein bisschen alle nach vorne. Mama, geht doch vor. Kommt Leute. Hey. 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 Dankeschön. Dankeschön, Leute. Danke. Wie gesagt, es gibt noch CDs und T-Shirts, wenn ihr welche haben wollt. Beim Eingang. Dankeschön. Und die unterschreiben auch. Bis später. Wir sehen uns draußen. Ciao. Nicht kommerzielle Sender sind neben dem öffentlichen Rundfunk und kommerziellen Privatsendern enorm wichtig für eine Gesellschaft. FS1 hat Salzburg in den vergangenen Jahren positiv mitverändert und ist heute der Kulturkanal für die freie Szene. Ich wünsche euch zum 10. Geburtstag alles Gute, viel Aufmerksamkeit und mehr Förderung. Happy birthday to you. Hallo, liebes FS1. Ich, Xandra, und wir von Hartgarn, wir wünschen euch alles Gute zum Geburtstag, zum 10-Jährigen. Es ist gut, dass es euch gibt in Salzburg. Danke für alles und ich freue mich auf alles Kommende. Alles Gute. Ciao. FS1 wird 10, ein Jahrzehnt. Ganz schön viel alles Liebe zum Geburtstag. Buon compleanno. Wie FS1 begonnen hat in der Stadt, Kunst zu tun, Fernsehen zu machen, freies Fernsehen, war ich sicher auch einer, der ein bisschen skeptisch war in Bezug auf, wie etabliert sie das. Und siehe da, 10 Jahre später, es ist etabliert.
Und ich bin eines Besseren belehrt worden, wie so oft in meinem Leben. Kulturkämpferinnen schaffen es, auch in dieser Stadt Dinge umzusetzen, und FS1 ist ein super Beispiel dafür. Alles, alles Gute. Wir vom Marc lieben FS1, eine unserer wichtigsten KooperationspartnerInnen. Unsere Praktikantinnen sind dort, lernen in Workshops, wie man mit Fernseh und dem ganzen Equipment und das Drumherum umgehen. Wir haben einmal eine eigene Sendung gehabt, ist natürlich einmal eine Frage des Zeitmanagements, das man zur Verfügung hat. Zurzeit haben wir leider keine eigene Sendung mehr, wird aber sicher wieder kommen. FS1 leistet einen wichtigen Beitrag in Bezug auf Medien, auch alternative Medien, niederschwellig, partizipativ, ein tolles, geniales Projekt. Danke FS1, und deswegen alles Gute zum Geburtstag zum dritten Mal. Liebes FS1, ich wünsche euch alles, alles Gute zum 10. Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt schön feiern. Ich weiß noch, damals, als ich bei euch angefangen habe, war ich der jüngste Sendungsmacher überhaupt bei den Sendungen Logline und SoTV. Leider kann ich jetzt nicht mehr mitmachen aus zeittechnischen Gründen, aber ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die tolle Möglichkeit, bei euch so früh Film- und Fernseherfahrung zu sammeln. Ja, und ich hoffe, ihr könnt schön feiern und bis hoffentlich bald. Happy Birthday! Willkommen zurück bei uns in der Rose, jetzt haben wir wieder, wir sind wieder an ihr, weißt du? Ja, hallo, ja. Wunderschön, dass ihr heute bei uns dabei wart. Wir hatten eine wahnsinnige Freude, mit euch unseren 10-jährigen Geburtstag zu feiern von FS1. Wir bedanken uns bei die Musik. Die Musik war urleibend. Danke, dass ihr herkommen seid, damit ihr damit uns feiern könnt. Danke, dass wir so richtig einen Abshaken können haben. Ja. Danke an die Agikultur, danke an FS1, danke an die Radiofabrik, danke an alle Volontären, Volontärinnen, an alle Sendungsmacher, an Klaus, Klausine, Klausinchen und Kläuschen. Hey, es war echt eine Bombenparty. Wir werden heute jetzt noch eine Menge Spaß haben mit Forever 20-something und der Bassbrause. Wir werden es heute noch richtig krachen lassen und bis um 4 in der Früh noch voll mit dabei sein. Und ich hoffe, ihr seid auch noch mit dabei. Wir verabschieden uns für heute. Tatjana, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, ein Orgasmus, eine Freude. Rose, danke. Multiple Orgasmen. Multiple das ist das Orgasmen, Einzige, was ich dazu das sagen ist der kann. Titel des Abends. Dankeschön. Habt's doch gut. Wir haben euch lieb. Danke. Peace out.